Jo, was geht meine GTA-Freunde auch, Zivilisten, willkommen zurück zu GTA 5 Online. Jo, heute mit einem super geilen Glitch für euch. Leider nicht solo, ist aber trotzdem mega geil. Und zwar, wie ihr Fahrzeuge kostenlos kaufen könnt. Ihr könnt euch jedes Fahrzeug, Hauptsache es hat Räder, ne? Also Flugzeuge gehen da leider nicht, kostenlos kaufen. Ne? Egal, ob es jetzt ein Oppressor ist oder irgendein Supersportwagen oder ein Deluxo, Vigilante, was weiß ich. Ihr könnt es alles kostenlos kaufen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht einen Bunker und ihr braucht einen MOC. Ja gut, Bunker ist jetzt nicht so wichtig, Hauptsache ein MOC, aber um ein MOC zu kaufen, braucht ihr natürlich einen Bunker, ne? So ist es nun mal. Das braucht ihr alles und natürlich einen Freund. Mehr braucht ihr nicht. So, fangen wir mal an. Und zwar macht ihr das Ganze in einer geschlossenen Freundessitzung. Also keine Einladungssitzung, sondern eine geschlossene Freundessitzung. Und ihr müsst auch der Host dieser Sitzung sein. Das heißt, ihr geht in die Story-Modus, geht auf Online, Online starten und geht auf geschlossene Freundessitzung. In diese Sitzung ladet ihr dann eure Freunde ein, beziehungsweise euren Freund, der euch hilft. Und dann können wir auch schon weitermachen. Ihr geht raus aus eurem Bunker, beziehungsweise geht einfach nur raus und fordert euch über den Mechaniker aus einer x-beliebigen Garage. Ist egal welches, ob es jetzt Nachtclub-Garage ist oder Basis oder Apartment-Garage, whatever. Dort fordert ihr euch ein LG RH8 an und wartet, bis dieser dann da ist. Ist euer LG RH8 dann angekommen, dann schnappt ihr euch diesen, steigt ein und fahrt damit dann zu eurem MOC. So, seid jetzt an eurem MOC, drückt ihr einmal die Steuerkreuztaste nach rechts. Wenn schon ein Fahrzeug drin ist, bestätigt ihr die Meldung, die kommt. Keine Sorge, das Fahrzeug, was im MOC steht, wird dann in die Garage transferiert. Wenn ihr jetzt in eurem MOC seid, dann öffnet ihr ganz einfach nur euer Interaktionsmenü und ladet euren Freund in eure mobile Kommandozentrale ein. So, ist euer Freund dann auch da in der mobilen Kommandozentrale, dann versteckt er sich, beziehungsweise geht in die linke Ecke an der Türe. Also ihr seht ja hier im Gameplay, wo euer Freund zu stehen hat, mit dem Sichtfeld auf das Fahrzeug. Also es ist wichtig, dass euer Freund das Fahrzeug anschaut. Wenn euer Freund dann die richtige Position hat, dann muss er einfach nur noch einen Story-Charakter auswählen, indem er Steuerkreuz nach unten drückt. Und in der Beenden-Meldung bleiben. In dieser Meldung bleibt euer Freund dann die ganze Zeit, bis ihr den Glitch fertig habt. Ist euer Freund dann in der Meldung, können wir auch schon weitermachen. Und zwar öffnet ihr jetzt ganz einfach nur euer Handy, geht ins Internet, geht auf irgendeine Seite, wo ihr euch ein Fahrzeug kaufen wollt und sucht euch ein Fahrzeug aus. Ich mache das Ganze jetzt mit dem Tesseract, kostet 2,8 Millionen. Warum auch nicht? Wenn ihr euch ein Fahrzeug ausgesucht habt, dann kauft ihr dieses und stellt es dann in die mobile Kommandozentrale rein und ersetzt damit euren LG RH8. Ihr seht oben rechts an meinem Geld, ich habe 26,4 Millionen Dollar. Das Fahrzeug wird gekauft, da wird das Geld abgezogen. Ich habe dann nur noch 23, irgendwas Millionen Dollar. Ne? Jetzt diesen Bildschirm, die ihr habt. In diesem Bildschirm bleibt ihr jetzt für 2 Minuten, also mindestens 2 Minuten. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr euch ein Fahrzeug kauft, macht es anfangs mal mit einem billigen Fahrzeug, um zu gucken, ob der Glitch noch funktioniert. Ihr wartet jetzt einfach nur 2 Minuten in dieser Meldung. Wenn dann die 2 Minuten abgelaufen sind, müsst ihr schnell sein. Und zwar müsst ihr dann ganz normal Dreieck drücken, um das Internet zu schließen, dann sofort über das Schnellmenü eure Anwendung schließen, also GTA komplett schließen. So, jetzt startet ihr ganz einfach nur GTA wieder von vorne, also GTA neu starten und ihr landet dann in der Story, also im Story-Modus. Wenn ihr dann im Story-Modus seid, dann geht ihr einfach nur auf Option, auf Freunde und tretet eurem Freund in die Sitzung bei. Ich habe jetzt mein letzter Spawnpoint auf Bunker gesetzt, ich würde es euch auch empfehlen, denn dann spawnt ihr auch am Bunker, ne? Wenn ihr dann gespawnt seid, dann checkt als allererstes mal euer Geld. Ihr seht bei mir, ich habe wieder meine 26,4 Millionen Dollar. Also mein Geld ist wieder da. Jetzt muss ich aber nur noch gucken, ob mein Fahrzeug da ist. Das heißt, wir gehen jetzt ganz einfach nur in die mobile Kommandozentrale rein und siehe da, das Fahrzeug steht da. Aber
ist noch nicht abgespeichert. Jetzt müssen wir das Fahrzeug abspeichern. Wir steigen das Fahrzeug ein und fahren diese ganz einfach raus. Ihr seht es am Kennzeichen, wenn das Fahrzeug dann draußen ist, ändert sich das Kennzeichen natürlich. Das heißt, jetzt ist das Fahrzeug abgespeichert. Jetzt ist aus dem LG RH8 auch wirklich ein Tesseract geworden oder ein Fahrzeug, welches ihr euch bestellt habt. Das war der ganze Glitch. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.